Алексей Васильевич, wird es uns nutzen, wenn wir Zugang zu Erinnerungen aus früheren Leben haben? Nun, in der Natur ist es so, die Prüfungen zu bestehen mit Hilfe von Spickzetteln ist nicht gut. Deswegen ist dieser Simulator so programmiert, dass wir die Erinnerungen an frühere Leben verlieren, damit wir dieses Leben ehrlich leben. Ansonsten würden wir uns erinnern, dass der Mensch, der neben mir sitzt, zum Beispiel mein Henker war. Und werden Sie dann mit diesem Menschen eine normale Beziehung aufbauen können? Das wäre nicht ehrlich, nicht wahr? Oder ihr würdet in der Schuld von jemandem stehen. Dieser Mensch hat Ihnen in früheren Leben sehr geholfen. Dann werden Sie auch eine andere Beziehung zu diesem Menschen haben. Damit es nicht zu diesen Verzerrungen kommt, ist es so gemacht, dass die Erinnerungen an frühere Reinkarnationen bei einem Menschen, der doch nicht dazu bereit ist, gesperrt sind. Sobald der Mensch aber ethisch-moralisch wächst und in diesen Situationen richtig handeln kann, bekommt er Zugang zu Erinnerungen aus früheren Leben. Dann erinnert er sich, damals habe ich das und das gemacht und diesen Menschen habe ich getroffen. Aber diese Erinnerungen hindern ihn nicht an Beziehungen zu anderen Menschen. Er sagt dann, ja, so war es, aber heute haben wir eine andere Beziehung und das verzerrt die Beziehung nicht mehr. Wenn der Mensch dazu bereit ist, dann öffnet sich ihm diese Erinnerung. Sie werden ja wohl einverstanden sein damit, dass solange der Mensch diesen ethisch-moralischen Stand nicht erreicht hat, es ihm nicht empfohlen wird, sich an frühere Leben zu erinnern.